This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Ich bin jetzt hier auf Koh Phangan und hier sind die Häuser und da haben wir im Moment noch eins gemietet bis zum 7.1. und dann muss ich mir was Neues suchen, aber ich wollte erstmal auf Koh Phangan die nächsten 2 Monate bleiben und ja, ist echt schön hier, alles direkt, die Häuser hier im Dschungel, so ein Häuschen haben wir auch. Hier ist jetzt so ein Aussichtspunkt mit so einer kleinen Höhle, kann man meditieren und so. Mögliche machen, was man Bock hat. Voll die schöne Aussicht. Unser Bungalow ist vielleicht 5 Minuten in die Richtung darunter. Nicht mal 2 Minuten eigentlich Fußweg. Ja. Und hier unter dem, wo ich jetzt hier gerade drauf stehe, da ist glaube ich die Höhle. Da gehe ich jetzt mal hin. Hier ist doch keine Höhle. Aber irgendwo soll hier noch eine Höhle sein. Wollte ich später noch suchen. Ja, und unser Bungalow ist das ein bisschen in die Richtung. Hier 2 Minuten runterlaufen. Ja, und hier ist eben so ein Aussichtspunkt. Da kommt man hier so hoch. Hier links kann man sich hinhocken und die Aussicht genießen. So genial. Strand ist vielleicht 10 Minuten. Man kann sich auch einen Roller leihen für 3 Euro am Tag. Ja. Naja, das war's erstmal soweit von mir. Bis dann, ciao. Ja, voll cool. Hi. Hier steht auch noch gleich ein Trampolin rum und so. Kann man erstmal ein bisschen hier am Morgen. Das werde ich jetzt die nächsten Tage immer machen. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt die letzten Tage einfach viel Stress gehabt vom Reisen her. Ich bin vor Silvester montags losgereist, 5 Uhr aufgestanden und dann war ich 3 Tage unterwegs, 18 Stunden geflogen mit Umsteigen, dann von Bangkok mit dem Nachtzug weiter und am Mittwoch um 4 oder so bin ich in Koh Phangan angekommen. Und ja, jetzt muss ich erstmal runterkommen von dem ganzen Stress in Deutschland und vorher eh noch viel zu tun gehabt. Und ja, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Entspannung, um klarzukommen. Und dann werde ich auch wieder mehr posten oder so. Bis dahin, macht's gut, ciao.